Ziemlich kühl empfängt sie uns die neue Woche. Ein warmes Willkommen dafür meinerseits hier bei Tirol. Mr. Box Rainer Salzburger nimmt Abschied. Er ist, wenn man so will, in die Pension geboxt worden. Rainer Salzburger war und ist der Mr. Box Tirols. Einst selbst aktiver Boxer, später dann Trainer und Verbandsfunktionär, hat er den Sport in Tirol zu ungeahnten Höhen geführt. Jetzt tritt er ab und das hat er am vergangenen Wochenende natürlich stilecht am Ring gemacht. Im Rahmen eines Kampfabends seines BC Unterberger gegen eine Boxstaffel aus Udine ist Rainer Salzburger verabschiedet worden. Das Herz eines Boxers kennt nur eine Liebe, den Kampf um den Sieg ganz allein. Das Herz eines Boxers kennt nur eine Sorge, im Ring der Erste zu sein. Und schlägt einmal sein Herz für eine Frau, stürmisch und laut. Das Herz eines Boxers muss alles vergessen, sonst schlägt ihn der Nächste noch auf. Alles hat einmal ein Ende. Es war eine schöne Zeit. Und ich übergebe das gerne einem jungen, guten Mann. Und freue mich, dass das heute schon eine gute Veranstaltung ist, wo ich eigentlich nicht organisiert habe. Und ich sehe für die Zukunft nicht schwarz. Seine Vergangenheit war jedenfalls eine glorreiche. Von 210 Kämpfen hat er nur 19 verloren, war 5-mal Staatsmeister, 2-mal Europameisterschaftsfünfter und hat sogar bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko für Österreich gekämpft. Interessanterweise war der sportliche Weg nach Mexiko Salzburgers ganz persönliches Karrierehighlight. Die Vorbereitung für die Olympischen Spiele, das war eine europaweite Qualifikation. Und da habe ich fast alle Kämpfe gewonnen und habe dabei den 5. Platz belegt und habe mich so für die Olympischen Spiele in Mexiko qualifiziert. Als Trainer hat Dr. Rainer Salzburger seine Boxer zu 72 Staatsmeistertiteln geführt. Auch seinen höchst erfolgreichen Sohn Hannes, an den er natürlich auch sein Lebensmotto weitergegeben hat. Die Erfolge, die ich gehabt habe, machen einen natürlich stark. Und Niederlagen machen ihn eigentlich noch stärker. Als Funktionär war Salzburger Präsident des Tiroler und österreichischen Amateurboxverbandes und hat seinen Sport unter anderem mit den Boxnächten in der Olympiahalle auch in Tirol salonfähig gemacht. I had a dream. Ich hatte einen Traum. Und den hat er in die Realität umgesetzt. Auch dafür bekommt Rainer Salzburger die letzte Auszeichnung, die ihm in seiner Sammlung an regionalen und nationalen Ehrungen noch fehlt. Die Ehrenpräsidentschaft des Tiroler Boxverbandes. Wenn man mich braucht, werde ich sicher jungen Boxern Tipps geben und helfen. Aber ich freue mich, wenn ich zuschaue und die Erfolge haben. Und wenn vor allem auch meine Trainer, die ich ausgebildet habe, so viel den Jungen lernen, dass sie auch international bestehen können. Auch mit bald 70 lässt das Boxvirus den ehemaligen Lehrer nicht los. Und das wird sich wohl nie mehr ändern. Das Herz eines Boxers kennt nur eine Liebe, den Kampf um den Sieg ganz allein. Ja, und wir wünschen Rainer Salzburger in der Boxpension viel Spaß und alles Gute. Jetzt geht er mit seiner Frau auf Reisen. Da werden dann nicht mehr die Fäuste fliegen, sondern vielleicht die Badetücher.